Das Lesejahr 2023 beginnt für mich direkt mit einem Highlight. Kalt und still von Viveka Steen. Um was es in diesem vorweihnachtlichen Polarkreis-Krimi geht und was ihn so lesenswert macht, erfährst du in diesem Video. Damit Sally, Servus und schön, dass du reinschaust bei. Bei Gewalt gegenüber Frauen kennt die junge Polizistin Hannah Allander kein Pardon. Auch nicht gegenüber Kollegen. Allerdings stellt dies damit auch einen Teil der packenden metaphorischen Pranke dar, die kurz darauf ihr Leben beruflich und auch privat auf den Kopf stellt. Als sie davon ihrer Schwester Lydia berichtet, bietet diese Hannah ihr derzeit leerstehendes Ferienhaus im kleinen, aber bekannten Bergort Ore an, um ihr Leben neu sortieren zu können. Doch ihr Bad in Selbstmitleid wird durch eine Vermisstenmeldung gestört, die im Ort die Runde macht. Die 18-jährige Amanda ist nach einer Party spurlos verschwunden. Sollte sie sich noch im Freien aufhalten, zählt jetzt jede Minute, da das Thermometer mittlerweile auf minus 20 Grad gefallen ist. Um sich von ihren Problemen abzulenken, beteiligt sich Hannah an der Suchaktion und stößt einerseits auf eine neue berufliche Perspektive und andererseits auf ein weiteres, großes und abscheuliches Verbrechen. Vielleicht kennst du ja Viveka Steen schon durch ihre Scherenkrimis oder hast wie ich zumindest nebenbei die Cover der Bücher wahrgenommen, mit denen sie hierzulande und vor allem in ihrem Heimatland Schweden große Bekanntheit erlangte. Die Idee für dieses Buch kam der Autorin im Übrigen zu Beginn der Corona-Pandemie, als sie während ihres Skiurlaubs im erwähnten Bergort Ore festsaß und einen Skilift betrachtete. Interessant. Auch in diesem Buch wird die Handlung aus verschiedenen Sichtweisen erzählt. Unter anderem begleitet die Leserschaft natürlich Hannah, aber auch den örtlichen Polizisten Daniel, der berufliches und privates ebenso nur schwer in Einklang bekommt. Dazu gewähren auch die Eltern der vermissten Amanda ausführliche Einblicke in ihre Gefühls- und Gedankenwelt, was mich öfters an das ebenfalls hier rezensierte Buch Happy New Year erinnerte. Jedoch treten in Kalt und Still etwas mehr Personen auf und bei vielen hatte ich interessanterweise das Gefühl, irgendwie noch intensiver an ihrem Leben teilzuhaben. Aus meiner Sicht hat die Autorin in vielen Punkten auch die richtige Dosierung gefunden. Man erfährt ausreichend viel über die Vergangenheit und das Privatleben der sympathischen Protagonisten Hannah und Daniel, nimmt aber auch gekonnt verwoben und ergänzend an den Ermittlungen teil, wodurch ich nie Langeweile verspürte. Des Weiteren werden den Lesenden mehrere Tatverdächtige präsentiert, deren mögliche Motive und untersuchungsbedürftige Alibis die Handlung schwer vorhersehbar machen. Und der Nervenkitzel? Also Spannungsmomente sind in diesem Krimi zwar vorhanden, hätten aber, wenn es nach mir geht, etwas öfter oder zumindest etwas länger sein können. Vor allem wäre aber ein mitreißenderes Finale schön gewesen. So ganz nach dem Motto, huch, das war's schon. Richtig gut umgesetzt wurden hingegen die Beschreibungen der durchdringenden Kälte, ergänzend zur halbierten Menge an Tageslicht. Obwohl das Kälteste, was ich erlebt habe, maximal minus 10 Grad oder so waren, konnte ich mich gut in die frierenden Menschen bei minus 20 Grad hineinversetzen, habe mit ihnen mitgezittert und mir wurde bewusst, wie schnell diese Temperaturen lebensbedrohlich werden können. Mit der Natur ist eben nicht zu spaßen. Einige Leserinnen und Leser bemängelten hingegen die Art und Weise, wie Hannas neue berufliche Zukunft vonstatten geht, als zu konstruiert. Dem möchte ich zwar ein bisschen zustimmen,
Könnte mir aber auch vorstellen, dass die Schweden uns auch in Sachen Bürokratie etwas voraus sind und dort einiges unkomplizierter und schneller abläuft. Was mich hingegen etwas gestört hat, waren die vielen schwedischen Namen für Orte, Straßen und was sonst noch so vorkommt. Die Autorin beschreibt oft haargenau, wo sich jemand oder was befindet, womit ich aber eher ein bisschen überfordert war, da ich wenig Lust hatte, den Ort und die Umgebung auswendig zu lernen und aufgrund des Namens öfters nicht gleich wusste, ob es sich jetzt um einen Stadtteil oder einfach nur um einen Berg handelt. Jag ber om ursäkt oder so, aber so gut ist dann mein Schwedisch auch wieder nicht. Vor allem da kaum vorhanden. Ich hoffe, du kannst nun nachvollziehen, warum kalt und still der erste Fall für Hanna Alanda trotz der kleineren Kritikpunkte für mich dennoch das erste Jahreshighlight ist. Die Lesenden bekommen hier einen stimmungsvollen und sehr ansprechenden ersten Band einer neuen schwedischen Krimireihe, die ich definitiv weiter verfolgen werde. Ich vergebe dem Buch aufgrund des abwechslungsreichen Erzählstils, der ansprechenden Charaktere, der Ermittlungsarbeiten samt Auflösung und dem eiskalten Setting daher 4 von 5 Sternen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, warum deiner Meinung nach generell die Krimis und Thriller aus den skandinavischen Ländern so anziehend auf uns wirken. Für weitere Nervenkitzel aus Schweden empfehle ich dir jetzt die Rezension zu Happy New Year. In diesem Sinne, bis gleich, bleib gesund und stets literaturtrunken.